Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Charlie. Ja, ich bin jetzt mal ganz woanders und zwar in Ostholstein. Ich befinde mich hier im Dammloser Wald. Ja, das ist ein ziemlich großes, zusammenhängendes Waldgebiet, mehr ein Urwald, ist ein Mischwald. Da steht wirklich alles. Da steht nicht eine Sorte Bäume, da stehen alle Sorte Bäume. Ja, ich kann wieder einen Film zeigen. Ich hatte letztes Mal meine Kamera verloren, aber mittlerweile habe ich wieder eine neue. Ja, und mit der hier mache ich dann die anderen Aufnahmen. Ja, dann wünsche ich viel Vergnügen mit dem Film und wünsche ich mir mal Trüff, damit ich Pilze finden und ich hier zeigen kann. Aus dem Dammloser Forst in Ostholstein. Ja, weit laufen muss ich nicht, da finde ich hier schon Pilze. Ich nehme mal einen raus. Ja, das sind echte Stockschwämmchen, erkennbar an den geschuppten Stiel und an den leicht runterlaufenden Lamellen oben unter dem Hut. Also eindeutig Stockschwämmchen, keine Gifthäuptlinge. Trotzdem muss man bei diesen Pilzen aufpassen, die sollten Laien nicht sammeln. Ich werde mir hier welche abnehmen, ich muss aber jeden Pilz angucken, weil es könnte sich ein Gifthäuptling immer noch herunter befinden. Ja, und am Anfang hatten wir Stockschwämmchen und dieses hier, meine Freunde, das sind Gifthäuptlinge und sie wachsen auch gesellig. Aufpassen! Man sieht es unten am Stiel, so silbrig beflockt. Ja, also aufpassen, das sind richtige Giftlinge. Die haben das gleiche Gift wie der Knollenblätterpilz. Es ist ein Amanita-Toxin und dann gibt es eine neue Leber, wenn er die sammelt. Ja, was ich hier gefunden habe, kenne ich auf gar keinen Fall. So etwas habe ich mein Leben noch nicht gesehen. Es ist irgendeine Art Pilz, ein Trüffel oder sowas. Aber wie gesagt, die Mykologen unter uns können sich jetzt mal den Kopf zerbrechen und sich mal überlegen, was das sein könnte. Ja, Trüffelhund ist auch wieder mit dabei, aber den halte ich erstmal an der Leine, weil wie gesagt, das ist ein Urwald, er kennt sich hier nicht aus und hier sieht wirklich jede Ecke aus wie die andere. Voll, Trüffel! Ja! Hier an einem anderen Baumstumpf finde ich Schwefelköpfe und wenn man ihn umdreht, grünblättriger, also das ist die giftige Variante. Und auch hier macht die Kameras wieder nicht mit, die Farbverfälschung. Glaubt es mir, ist der grünblättrige. Nur die Kamera zeigt es wieder mal nicht. Im Sauerland gar nicht vertreten, hier wachsen sie, Knollenblätterpilze. Ich nehme mal einen vorsichtig heraus. Ja, weißer Knollenblätterpilz. So sieht er aus. Ja, hier wächst was ganz Interessantes. Das sind Knoblauchschwindlinge. Ich habe gerade mal einen probiert. Mal hier. Also riechen doll nach Knoblauch. Ja. Na, die Knoblauchschwindlinge sind hier so zahlreich. Da könnte man glatt welche von mitnehmen. Aber wie gesagt, er eignet sich nur als Würzpilz. Und ich suche mir was für die Pfanne. Ja. Riesen-Okolyten von Holzritterlingen. Also, wenn man sich das mal beguckt, da ist ein riesiger Holzritterling. So groß wie eine Handfläche. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und hier gibt es sogar Hallimasch. Aber schon sehr, sehr groß und alt. Da ist schon ein Wahnsinns-Urwald hier. Und überall stehen Pilze und Arten. Ganz, ganz viele Arten. Ja, hier finde ich zwei Raufüße, zwei Birkenpilze und die werde ich mir natürlich mitnehmen. Die sehen aus wie gemalt. Ja, ein schöner Fund, ein wirklich schöner Fund. Ja, der Artenreichtum ist schon faszinierend. Hier wachsen Glimmertintlinge. Ja, hier sind wieder Schwefelklöpfe. Und auch wieder grünblättrige, brauche ich gar nicht zu gucken. Eine Besonderheit hier im Dammloser Wald sind die Riesensteinpilze. Die gibt es zwar nur vereinzelt, aber wenn in so einer stattlichen Größe und ich zeige ihn mal, der ist durchaus noch verwertbar. Und nur mal zu zeigen, wie groß die werden können. Also die werden noch größer, die können bis einen halben Meter Durchmesser erreichen hier. Und der hier füllt ja schon den ganzen Eimer aus.
Ich sprach gerade davon, dass die einen halben Meter groß werden können. Hier ist so ein Exemplar. Also der ist gut 35, 40 cm im Hutdurchmesser. Aber der ist schon gut wie auf, den können wir nicht mehr verwerten. Ja, die Kameraden, die kenne ich aus dem Sauerland. Lila Lacktrichterlinge. Da tue ich mir welche von mit in den Eimer. Die sehen schon so schön giftig aus, wenn man das alles in der Pfanne macht. Ja, Trüffel, was haben wir denn da gefunden? Zeig mal, guck mal da. Ja, und da. Ja, Maröhnchen. Kleine, feine Maröhnchen. Da freuen wir uns aber drüber. Eine Birke. Und wo sind die Birkenpilze? Da. Und hier. Die sehen auch interessant aus. Könnten irgendwelche Trameten sein, bin mir aber nicht sicher. Ja, das sind Tintlinge. Aber was für welche, weiß ich nicht. Die haben also einen schwarzen Hut. Ansonsten sehen die aus wie unsere Schopftintlinge im Sauerland. Aber hier sind wir eben in Ostholstein. Da sehen die so aus oder ist eine andere Art. Ja, hier kommt ja an eine Stelle, da wachsen Ziegenlippen. Die wandern auch bei mir in den Eimer. Ja, ich bin froh, dass ich ein Handy habe mit Navi. Denn hier ist ein Weg wie der andere. Ein richtiger Urwald und es ist rundum eintönig. Hier kommt man nur mit einem Navi wieder raus. Hier am Fuß einer Lerche eine Kolonie Butterpilze. Entschuldigung, Goldröhrlinge. Die zwei da in der Mitte, die werden wohl noch gut sein. Also durch dieses Unterholz zu kraxeln, das ist schon etwas für richtig hartgesottene. Ja, der arme Trüffelhund, der muss hier zeitweise getragen werden, denn der Untergrund ist voller Brombeeren. Aber das macht ihn auch nichts aus. Oh, hier wachsen noch ein paar Pilze. Aber die sind schon arg alt. Ja, was ganz Interessantes. Hier ist der orange-rote Becherling. Der hat wie der Holunderschwamm zwar keinen großen Speisewert, sieht aber so schön giftig auch in Essen. Also, wenn wir den mitnehmen, ist er auch nicht so schlimm. Giftig ist er nicht. So bequem wie unsere Sauerländerwälder zu begehen, ist das hier nicht. Aber ich sehe da hinten Rotkappe stehen. Rotkappen. Ja, das ist ja was Feines. Also Rotkappen. Rotkappen gibt es bei uns im Sauerland gar nicht mehr. Aber hier können die schon eine beachtliche Größe erreichen. Guck mal da hinten. Wahnsinn. Hier stehen bestimmt 6, 7 Rotkappen auf einen Haufen. Ja, guckt euch den Okolyten an hier. Rotkappen wie gemalt. Das lässt ein Sammlerherz höher schlagen, nicht, Leute? Das findet gar kein Ende. Hier ist alles voll Rotkappen. Kaum zu glauben, auch hier im Dammloser Wald gibt es Champignons. Ich habe gerade mal dran gerochen. Sie riechen angenehm nach Anis und nicht nach Carbol. Denn es gibt auch einen Waldchampignon, der riecht nach Carbol und der ist giftig. Aber die sind gut. So, im Sonnenlicht nochmal 2 Champignons. Und wie ich mich so umdrehe, stehen da auch noch mehr. So, das ist sparriger Schüppling. Der soll der Doppelgänger des Hallimasch sein. Ist auch giftig übrigens. Ja, hier sind die weißen Schopftintlinge.
So Leute, das war's. Wir haben super gefunden. Da kann man gar nicht anders sagen. Wir haben also richtig Trüff gehabt heute. Mit Rotkappen, mit einem Riesensteinpilz oder zwei, Birkenpilze, Champignons, Stockschwämmchen und wir haben sogar noch Arten gefunden, die ich persönlich nicht kenne, aber vielleicht kennt der ein oder andere von euch die, kann er ja hier unten irgendwo in den Kommentaren reinschreiben mit Minutenzahl, wo der Film also diesen Film zeigt und dann seine Vermutung bzw. seine Bestimmung hier abgeben. Ja. Ich wünsche noch viel Vergnügen mit diesem Film und sage dann bis zum nächsten Mal, euer Charlie.